Hallo, herzlich willkommen bei Silver Woman. 30. Juni, das halbe Jahr ist um. Wahnsinn, oder? Wo ist es geblieben? Ich glaube, das geht uns fast jeden Monat so, dass wir am Ende sagen, ey, der Monat ist schon wieder um. Der hat doch gerade erst angefangen. Und vor vielen, vielen Jahren hat mir jemand einen Satz geschenkt, der mich irgendwie nicht mehr loslässt. Und das möchte ich heute an dich weitergeben, nämlich die Geschichte von... Was man bis zum 30. Juni nicht geschafft hat, bleibt meistens für die andere Hälfte des Jahres liegen. Das wirst du nicht mehr schaffen. Okay, dieses Jahr nützt dir das jetzt nichts mehr, aber vielleicht für nächstes Jahr, dass du versuchst, deine ganzen Ziele, die du dir am Anfang des Jahres setzt, dass du die versuchst, bis zum 30. Juni abgearbeitet zu haben. Weil ich habe das jetzt die letzten Jahre beobachtet, es ist tatsächlich so. Wir nehmen uns Sachen vor und wenn du die nicht bis zur Hälfte des Jahres durchgearbeitet hast, geistig oder auch mit deinen Händen, wie auch immer, dann schleift das und meistens bleibt es liegen oder versandet sogar und die ganze Aktion ist für die Katz. Ich hatte mir jetzt am Anfang des Jahres überlegt, was machst du? Letztes Jahr habe ich ja angefangen, Schlagzeug zu spielen. Da bin ich auch noch dabei, nicht mehr ganz so fleißig, weil mir eben die Zeit fehlt. Aber dieses Jahr hatte ich mir gesagt, ich mache Kochkurse. Also ich habe 3 Kinder, ich habe mein Leben lang gekocht, meistens auch auf 6 Platten, obwohl ich noch 4 hatte. Wenn du Kinder hast, weißt du vielleicht, was ich meine. Der eine mag das, der nächste mag das daneben nicht. Und dann macht man dieses noch und jenes noch und schiebt dann hin und her. Also ich kann kochen, aber ich hatte irgendwie Lust, mich mit anderen Menschen zu treffen und vielleicht auch nochmal so die Feinheiten von einem Koch erzählt und gezeigt zu bekommen. Und da hatte ich extrem viel Spaß dran. Ich hatte mir vorgenommen 12 Kochkurse für das ganze Jahr. Und wie viele habe ich bis jetzt gemacht? Was tippst du? 10. Das heißt, die letzten beiden, die werde ich tatsächlich noch in dem anderen halben Jahr unterbringen können, weil einmal habe ich auch verschenkt an meinen Schwiegersohn. Bin ich gespannt, was er sich aussucht, was wir da kochen werden. Einmal war ich mit meinem Sohn bei Santos in der Grillschule in Köln, kann ich super gut empfehlen. Und einmal war ich bei Santos alleine und schönes Ambiente. Und du sagst vielleicht, ach, Grillen, das ist Fleisch auf dem Grill und fertig. Nee, da gibt es noch ganz viel, was dabei zu beachten ist. Also viel gelernt, bis jetzt nicht zu Hause nachgemacht. Aber einfach so, das Ganze ringsrum fand ich toll. Und dann war ich 8-mal bei Kochateliers in Köln, in Bonn. Und da gab es das noch in Bornheim. Das ist jetzt inzwischen geschlossen. Aber Köln und Bonn bin ich immer hin und her gependelt, gäbe es auch noch in Düsseldorf, das ist ja die verbotene Stadt für uns. Ne? Und da habe ich die unterschiedlichsten Kochkurse gemacht, von vegetarisch, asiatisch bis hin zur österreichischen Hüttenschmausküche. Ganz, ganz viele Dinge dabei und es hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Es geht jetzt gar nicht darum, um es dann zu Hause nachkochen, aber so diese kleinen Kniffe, was machst du so, wie hältst du das Messer, fand ich super, super schön. Und ich freue mich auf die letzten beiden, die ich halt noch irgendwann jetzt nach dem Sommer unterbringen möchte. Und wenn du sagst, wie sieht denn sowas aus, wie kann ich mir sowas vorstellen, habe ich einfach zwischendurch mal Fotos gemacht. Die ganzen Fotos, die ich gemacht habe, werde ich jetzt nicht hier anreihen können, aber so ein paar Eindrücke für dich. Und ich schreibe dir auch noch mal drunter, wo ich das gemacht habe. Du kannst uns gerne noch darunter schreiben, welche Kochschulen du empfehlen kannst, weil die sind ja jetzt hier, ne, in der Mitte Deutschlands, Köln, Bonn, Düsseldorf. Und vielleicht sagst du ja, aber ich komme aus München. Hat jemand schon mal so einen Kurs in der Gegend von München gemacht oder in Hamburg oder so? Und dann wäre es schön, wenn wir uns da austauschen könnten. Oder zum Beispiel auch andere Kurse, wo du sagst, da kommt man sonst nicht drauf, aber war super, super cool. So, der 30. Juni teilt das Jahr. Nächstes Jahr denkst du bitte dran und versuchst, deine Vorsätze in das erste halbe Jahr zu packen, weil du, wenn du jetzt mal so genau drüber nachdenkst oder am Ende des Jahres vielleicht nochmal über diesen Film nachdenkst, es ist tatsächlich so,
Wir sollten uns alle beeilen, das, was wir uns vornehmen, schon bis zum 30. Juni geschafft zu haben. Du möchtest jetzt Appetit bekommen? Dann bleib dran und genieße diese Fotos, die ich für dich gemacht habe. Du wirst sehen, es sind nie Leute drauf, weil da muss ich mal drauf achten, weil sonst kann ich das vielleicht einstampfen, weil der eine sagt, da war ich jetzt mit jemandem, da wollte ich gar nicht gesehen werden oder so. Ne? Also es geht um die Lebensmittel oder Leuten auf die Hände zu schauen. Einfach schön. Es war so, so toll. Und wie gesagt, werde ich weitermachen. Nur die ersten 3 Monate habe ich so richtig reingeklotzt. Ne? Da war ich 3-mal im Monat. Da haben die immer gestaunt. Da ist sie schon wieder. Jo. Butter ist die wichtigste Zutat in der Küche, hat ein Koch immer gesagt. Ne? Ist so. Bist du gespannt? Dann bleib jetzt dran.